Und hier haben wir erstmal ein Bittgebet, welches wir sprechen, wenn wir etwas Neues anziehen. Ein Bittgebet, welches wir sprechen, wenn wir etwas Neues anziehen. Rawa at-Tirmidhi wa qala Hasan gharibun sahih. At-Tirmidhi hat eine Überlieferung getätigt und er sagte über diese Überlieferung, dass sie gut ist. An Abi Sa'id, über Abi Sa'id radiyallahu anhu arda, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama idha stajadda thawban sammahu bismihi imamatan au qamisan au ridaan thumma qal. Wenn der Prophet sallallahu alayhi wa sallama ein neues Kostüm angezogen hat, passt auf, ein neues Kostüm angezogen hat, dann hat er es bei seinem Namen genannt, ganz gleich, ob es eine Imama war, das heißt eine Kopfbedeckung, oder ein Kamis, ein Hemd, oder eine Art Mantel. So sagte er danach, wenn er dieses Neue angezogen hat, Allahumma laka alhamd, anta kasautani. O Allah, dir gebührt alles an Lob, du hast mir dieses zum Anziehen gegeben. As'aluka khayrahu wa khayra ma suni'ala. Ich bitte dich um das Gute für dieses Kostüm, was mir gegeben wurde, das heißt, womit du mich versorgt hast. Und schaut mal, subhanallah, wie er diese Dankbarkeit umsetzt, alayhi salatu wassalam. Dir gebührt das Lob, dass du mich hiermit gekleidet hast. Ich bitte dich um das Gute darin und das Gute, wofür es hergestellt wurde. Und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel darin und dem Übel, wofür es hergestellt wurde. Das war das Bittgebet vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Ganz langsam nochmal. Allahumma laka alhamd. Anta kasautani as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lah. Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah. Das heißt, ein Bittgebet, welches wir sprechen, wenn wir was anziehen? Etwas Neues. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel einen neuen Pullover von C&A, zum Beispiel, dann sagst du dieses Bittgebet und du nennst das bei dem Namen, nicht C&A, sondern für diesen zum Beispiel Pullover, für dieses Hemd, für diese Imame, für diese Hose. Das ist ein Bittgebet, welches du sprichst. Na, das ist nur bei der neuen Kleidung.